Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor der vorletzten Runde der Tipp3 Bundesliga Baut bei T-Mobile. Wir treffen am Sonntag um 16.30 Uhr in der UBC Arena auf den SC Wiener Neustadt. Bei mir heute begrüßen darf ich Marc-André Schmerbeck und Cheftrainer Darko Milanic. Darko, ich darf dich gleich bitten, wieder zur Personalsituation etwas zu sagen. Im Prinzip ist es so, dass hat Michi Madl zweimal mit Mannschaft trainiert. Aber Entscheidung oder er spielt am Sonntag, treffen wir morgen. Offenbacher ist gesperrt. Wäre gut, dass kann Michi spielen. Sonst muss man irgendwie wieder das umstellen, aber wir sind jetzt schon gewohnt und haben wir Spiele gewonnen wo haben Todorovski oder Hadžić in den Verteidigung gespielt. Wer fehlt noch ist Daniel Beichler. Der hat auch diese Woche nicht mittrainiert. Hat das gleiche Problem wie vorige Woche und wir hoffen, das geht ihm besser für nächstes Spiel. Michi dann noch dazu ist Dudic wieder verletzt. Wir haben aber genug Spieler, die sind gesund. Das bedeutet, dass wir beginnen mit 11. Jetzt hat Wiener Neustadt doch wieder Druck bekommen, dass sich in der Tabelle wieder etwas verändert hat. Kann das ein Vorteil für uns sein? Oder wie glaubst du, werden die das Spiel anlegen? So ist wir haben im Herbst Wiener Neustadt zu Hause erwischt, wo haben die eine sehr schlechte Serie hinter sich gehabt. So wie jetzt. Ungefähr so wie jetzt. Damals 7 Spiele ohne Sieg, jetzt denke ich 8. Ich weiß, das ist jetzt, wie näher kommen wir zum eine wichtige Aufgabe, die erwarten wir. So schwer ist, schwerer ist das Spiel gegen Wiener Neustadt. Auch weil so ein negatives Resultat oder so eine negative Serie bedeutet nicht, dass waren die immer extrem schlecht. Die haben auch letztes Spiel gegen Grodik sehr gut angefangen, haben die super Chance gehabt, sehr gut nach vorne gespielt, sehr offensiv, schnell und ich erwarte wirklich ein Spiel, in dem ist Wiener Neustadt nach vorne orientiert, offensiv orientiert. Die sind besser, wenn die spielen offensiv. Die haben defensiv sicher mehr Probleme. Das bedeutet, es ist Strategie ganz klar, dass die werden sicher so ein extrem starkes Mittelfeldpressing gemacht und dann nach Ballgewinn schnell nach vorne. Das machen die sehr gut. Was machen die sehr gut noch ist, dass die spielen oft Pässe nach vorne und das haben wir beim letzten Spiel erlebt, wo haben wir genau gewusst, wie darf man agieren und ist trotzdem das passiert. Das bedeutet, beim zweiten Ball sind die sehr aggressiv und wegen ihrer Schnelligkeit nach vorne können die dann auch gefährlich sein. Aber von anderer Seite sind wir jetzt in wir haben eine sehr gute Serie und so eine positive Serie macht etwas, was ist sehr wichtig. Da sind wir wie Mannschaft jetzt, dass wir wissen, auch wann kommt ein schwerer Moment, da sind wir immer gut, was Gutes zu machen. Und da sind einige Spieler sehr gut in Form. Und das ist extrem wichtig. Das bedeutet, das sind dann beim 1 gegen 1 gut, das sind die in Offensive sehr beweglich auch. Und das hat uns diese positive Serie sicher gebracht. Ich erwarte ein sehr gutes Spiel, offenes Spiel. Und klar,
eine sehr gute Vorstellung von meiner Mannschaft. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Hast du vor diesem Wiener Neustadt-Spiel mehr Anspannung zu spüren als sonst, wenn man weiß, es geht in Richtung Cup-Semifinale? Oder ist das mehr Vorfreude momentan? So, die Spieler waren konzentriert. Die haben auch Spaß beim Training gehabt, weil das bringt alles ein gutes Resultat. Das bedeutet, wenn ist Form da, dann ist Annahme sehr gut, dann sind Schüsse, Torabschlüsse, das war wirklich gut. Ist was anderes Training, was anderes ist dann Spiel, besonders gegen einen Gegner, der hat kaum ein gutes Image. Das bedeutet, die kommen nicht so wie Austria Rapid oder Salzburg. Das haben alle ein bisschen Respekt, aber das musst du wirklich gut spielen, weil sonst alles andere ist schlecht. Das ist so im Leben, das ist so im Fußball. Und ich finde schon, das ist Stimmung ein bisschen anders wie normal, weil wir haben was Wichtiges von uns. Weitere Fragen? Genau über diese Thematik habe ich vor letztem Spiel beim letzten diese Ansprache in Kabine, diese kurze Aktivation vor dem Spiel gegen Ried geredet. Das bedeutet, das ist unser großes Ziel, das schaffen wir, Siege in Serie zu Hause, und das ist dann einmal unser Stadion wieder so wie muss sein. Das bedeutet, dass haben die Leute, die kommen hier, dass die kommen hier uns zu begrüßen und dann nach dem Schluss zu sagen, danke, das war super, aber wir haben keine Chance da in diesem Sinn. Das müssen wir wirklich auf diese Thematik ist extrem wichtig für uns. Das bedeutet, dass wir machen Punkte morgen und dann beim ersten nächsten Spiel zu Hause, das machen wir wieder Punkte. So, ist man nie sicher, was ist besser zu tun, oder das bleibt im Rhythmus. Wir haben zuletzt nicht so oft gespielt. Das haben wir zum Beispiel von 6 Wochen hinter uns, waren alle englische Wochen. Wir spielen jetzt nicht mehr so extrem oft. Das bedeutet, wir haben jetzt 2 Wochen Ruhe gehabt, konnten wir in Ruhe arbeiten und Jungs müssen einfach bereit sein, in 3 Tagen 2 schwere Spiele zu absolvieren. Das bedeutet, dass ich von Mentalität, von Gedanken her, möchte ich immer mit alle, die denken, das sind die Beste für dieses Spiel spielen. Aber schauen wir mal, wie es morgen mit Gesundheit von alle, und ich habe noch genug Zeit zum Entscheiden. Das frühe Pressing von Wiener Neustadt kommt eurer Spielweise entgegen ein bisschen, oder? Wenn du da mehr Räume hast. Hier gegen Wiener Neustadt ist extrem gefährlich. Wann hast du keine Idee mit Ball in Viererkette? Das bedeutet, wann hast du nicht sofort eine Idee, wo und was mache ich mit Ball, kann gefährlich sein. Aber ein anderer Moment ist, weil die marschieren wirklich sehr schnell nach vorne mit mehreren Leuten, mit Außenverteidigern, mit mindestens 2 Mittelfeldspielern, und dann sind Räume nach Ballverlust wirklich groß. Und ist ein Spiel, wo musst du das alles sehr schnell erkennen. Das bedeutet, das weißt du, wie gegen so ein Pressing, aber dann über
Überpressing von denen, die ist nicht so optimal wie zum Beispiel von Salzburg Pressing in bester Verfassung, dann hast du viele Räume. Und das haben wir schon in Spielen gegen Wiener Neustadt ausgenutzt, besonders dann irgendwelche Diagonalpass, wo sind seitlich Räume, und das müssen wir morgen machen. Weitere Fragen an den Trainer? Wenn es keine Fragen an den Trainer mehr gibt, dann bitte den Wechsel. Marc, Wiener Neustadt ist seit 8 Runden, glaube ich, oder hat seit 8 Runden keinen Sieg mehr einfahren können. 7 Niederlagen, ein Remis. Sind Sie umso gefährlicher, weil Sie jetzt gewinnen müssen, quasi, um nicht hinten noch hineinzurutschen? Ja, ich glaube, es hat immer alles Vor- und Nachteile. Sie werden sicher nicht mit viel Selbstvertrauen herkommen. Aber trotzdem werden Sie, glaube ich, alles geben und um Ihr Leben kämpfen, weil es eben noch um einen Abstieg geht. Auch. Es wartet am Mittwoch auf uns ein sehr wichtiges Spiel. Wie wichtig findest du das jetzt da? Wenn man das jetzt mit den Bayern vergleicht, dass der Trainer sagt, wir wollen die Spannung noch hochhalten und das die Saison quasi durchziehen. Jetzt das Wiener Neustadt-Spiel. Genau, dass man bis zum Ende durchzieht. Ja, es ist sicher wichtig, dass wir eben gegen Wiener Neustadt alles nochmal geben und 3 Punkte machen, dass wir eben mit einem guten Gefühl und mit viel Schwung nach St. Pölten fahren und dort auch gewinnen. Ich bitte um eure Frage in den Marc. Also hast du dich für Sturm entschieden, weiterhin zu spielen? Ja, weil mir eben der Trainer und der Verein das Gefühl geben, dass sie auf mich bauen, und ich glaube, dass das der richtige Schritt ist für meine Weiterentwicklung bei Sturm. Aber auf deiner Position gibt es ja relativ viel Konkurrenz. Ist das gut? Motiviert das? Ja, es motiviert sicher, und ich glaube, dass es überall Konkurrenz gibt. Weitere Fragen? Welche Rolle möchtest du in Zukunft bei Sturm spielen? Deiner Position oder wo? Ja, lieber spiele ich natürlich links, aber rechts geht mittlerweile auch schon besser, weil desto öfter ich spiele, desto besser ist es. Und natürlich will ich Stammspieler sein nächste Saison. Die hat mir in dem Spiel gesehen, wo du gespielt hast, dass du teilweise eben ja diese junge Leichtigkeit hast, die damals in der Situation, wo die Mannschaft war, aber vielleicht gefehlt hat. Ist es was, was nur, wenn man junger ist, oder? Ja, ich möchte es natürlich schon beibehalten, aber ich glaube, als Junge ist es da einfacher, weil man eben nicht so den Druck hat gegenüber den anderen, weil keiner was erwartet. Und ich habe einfach immer versucht, alles zu geben, und das andere kommt dann nicht von allein. Weitere Fragen, die Marc? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann habe ich noch ein, zwei Informationen. Restkarten für das Spiel in St. Pölten sind heute und morgen im Fanshop Liebenau noch erhältlich. Außerdem wird nach dem Spiel, wie schon bei der letzten Cup-Runde, die Pressekonferenz anschließend stattfinden. Dankeschön fürs Kommen und alles Gute.